Ein Freund, der arme Mann, hat nämlich außerdem das bedauernswerte Schicksal von einem Millionär. Von einem Millionär? Ja, bitte, ich muss hier anmerken, ich selbst würde mit so etwas nie renommieren. Ja, ja. So jung und schon Millionär. Und jetzt halten wir einmal Abrechnung miteinander, alle drei, so wie wir da sind. Fangen wir mal bei dir an. Nein, Freund, bei dir fange ich an. Du bist jeden Tag in München in mein Café gekommen. Du hast jeden Tag meiner Frau den Hof gemacht. Ich will das nicht hören! Du hast in meine häusliche Ruhe eingegriffen. Du hast mich kompromittiert. Was? Ich? Ja. Kompromittiert? Dann schau mal, dass dich nicht andere kompromittieren. Was soll denn das heißen? Was soll denn das heißen? Ich will jetzt wissen, was der damit sagen will. Aber fliegen jetzt alle zwei! Ich will jetzt wissen, was der damit sagen will! Fragt an Wehrmüller-Lorenz. Das ist gelogen, niederträchtig gelogen! Deswegen war es. Und du hast meinen guten Namen befleckt. Nachher bringe ich dir. Lustig, lustig, allerwein für dich! Lustig, lustig, allerwein für dich! Fräulein Walli, Sie täten mir wirklich einen sehr großen Gefallen, wenn Sie sich weiter keine Gedanken machten um mich, weil ich hier mit solchen Menschen verkehre. Ach, ich mache mir überhaupt nie Gedanken. Wirklich? Das ist aber sehr lieb von Ihnen, Fräulein Walli. Es handelt sich um das Findelhaus, also vielmehr die Wiesen, auf der das Findelhaus gebaut werden soll. So? Was ist denn damit? Mir soll doch der ganze Platz von der Gemeinde verkauft werden. Ja, das versteht sich von selber. Wie könnten Sie denn sonst das Findelhaus draufbauen? Mich macht bloß das eine stutzig, dass ich von der Gemeinde noch keinen offiziellen Bescheid habe. Was ist das? Das Findelhaus auf der Gemeindewiesen! Du, der Postholter, das Hotel hinbaut! Was? Ja, das ist ein Stück! Das ist ein Jetzt sag doch einmal deine Rollen aus, wie es ist gehört! Du psoffener Bauer! Du psoffener Bauer! Ach, jawohl! Ich geb dir gleich einen psoffenen Bauern! Mir waren meine Schulden angezahlt worden, weil meine Frau auch so einen reichen Liebhaber gehabt hätte, als wir den Herrn Rettinger! Wenn man nur gerade eine Ahnung gehabt hätte, eine Ahnung, wenn man gehabt hätte, mit wem man da. Nein, wenn wir nicht die leiseste haben. Die leiseste. Herr Rettinger sieht voll, Mann. Ja, es hat einen Mordskante, Herr Rettinger. Da drinnen posiert er die Walli, in der Garderobe des Fräulein Flora und ganz im Geheimen die Frau Postbeutel. Ist schon recht. Herr Postbeutel, jetzt darf ich die Gemeinde lesen. Wo muss doch gar zu billig anfangen. Und diese riskieren Sie mir in meinem Haus so unverschämt ins Gesicht zu sagen. Jawohl, deswegen bin ich sogar ein und hergekommen. Los! Naus! Herr Postmeister! Naus auf der Stelle! Jetzt kommt heute einmal raus! Naus! Postmeister! Oder ich hole den Hausknecht! Gut, Herr Postmeister! Sie treiben mich aus Ihrem Hausknecht! Dafür treibe ich Sie aus unserem Totenhaus! Humphrey! Ach, Herr Rettinger, wie froh wäre oft so ein Jungsmädel, wenn sie so eine gute Partie machen könnte. Ja. Frau Wanninger, passen Sie mal auf. Beurteilen Sie mich bitte nicht nach dem, was Sie hier von mir sehen. Frau Wanninger, ich bin ein Lebemann. Ja. Also, 10.000 Mark habe ich gesagt. Schlagt's ein oder nicht? Herr Posthalter, wir sind nicht hier, um die Wiesen zu versteigern. Ja. Also dort mein letztes Wort. 12.000. 12.000? Oh mein Gott!
Im Auftrag des Kaiser Karl von Untersberg müssen wir heute in der Hammerfeld rein. Nachdem werden wieder Plakate umhängt. Doko noch ein Jäger, euch extra ausschreibt.